Na, verhauen wir einfach mal die Monster hier in der Gegend. Und hoff. Das ist auch interessant, ne? Winternacht-Eishexe, die gibt es hier schon so lange. Die gibt es sogar so lange, dass es den Bewahrer noch gar nicht gab. Aber die Eishexe ist tatsächlich als Klasse ein Bewahrer. Das ist interessant, muss ich ehrlich sagen. Die gab es Ewigkeiten vor dem Bewahrer und ja. Macht aber auch komische Geräusche. Der hier stirbt aber komisch. Ja, ich finde es auch lustig, muss ich sagen. Wie gesagt, ist ziemlich komisch. Ja, das kann sein, dass sie die Zukunft voraussagten. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die ganz einfach. Ich weiß gar nicht, wie es früher war. Ob man da. Ich glaube aber, dass das Ritter waren, so viel wie ich noch weiß. Also die meisten Gegner sind ja Ritter. Wenn man hier guckt, der die fleischfressende Pflanzen da hinten, Ritter. Ritter, Ritter. Im Prinzip waren oder sind eigentlich alle Gegner fast Ritter. Ich denke mal, die waren auch Ritter, bis die dann halt den Bewahrer eingefügt haben und das geändert haben. Die Frage ist nur. Was hat die Bewahrer als Klasse hier so spezifisch an sich? Da hätten sie auch Krieger nehmen können, zum Beispiel. Ich meine mal, Ritter, der hält ein bisschen mehr aus. Magier, der hält, also magische Viecher, die halten nicht so viel von physischen Schaden aus. Magische halten halt viel von magischen Schaden aus und so weiter halt. Nur, was bringt dann ein Bewahrer, bitte? Die könnten vielleicht ein paar Pets spawnen, so kleine Winternachthexen oder so. Da würde es dann vielleicht Sinn ergeben, aber anders. Ja, ich weiß. Ich habe tatsächlich ja mit Runes of Magic angefangen. Da war Runes of Magic noch in der Beta. Habe dann allerdings in der Beta aufgehört und ich glaube, ein Jahr nachdem Runes of Magic schon längst draußen war, habe ich das dann komplett angefangen, richtig zu zocken. Und dann halt hin und wieder mal ein paar Pausen gemacht, ne? Also ich spiele das im Endeffekt seit Beta-Beginn. Daher weiß ich halt vieles, was damals halt war, was sie auch mittlerweile geändert haben, was es gar nicht mehr gibt und. Aber. Wir haben zum Beispiel einige Teleporter aus dem Spiel rausgenommen und, aber das ist eigentlich egal. Das ist so Kleinigkeiten halt. Magischer Krieger, ja genau. Dämonenkrallen, okay, drei. So, und dann gucken wir mal, wo wir die Quest abgeben können, alle hier. Ich sehe gerade, hier haben wir irgendwo eine Quest abzugeben. Unterirdische antike Stadt kann das sein. Ja, in diesem müssen wir die Quests abgeben. Heureka. Okay, aber wir können sicherlich auch hier hinten eine abgeben. Genau, hier ist einer. Ein aufrichtiges Geschenk. Seltene Dämonenfrucht. Dämonenkrautfrucht. Und hier hinten haben wir auch einen, den wir die Quest abgeben können. Ja, das kann auch sein. Fossilien wiederbeleben. Was für Fossilien? Code 1, 2, 3. Was haben wir hier? Wo kriegen wir die denn her, die Codes? Ach du heilige Mist. Na, da habe ich mir jetzt was eingebrockt. Was war das denn nochmal gleich? Code 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ach so, die sind da. Ach ja, jetzt weiß ich, was es ist. Das sind so kleine Steintafeln, die da hinten irgendwo verstreut sind. Ja, nur gut. Ah. Der Boss ist lustig. Leben ist live. Da gibt es zwei Möglichkeiten, in denen man den töten kann. Entweder man killt ihn One-Hit.
Aber selbst dann teleportiert er dich weg, weil der droppt auch, glaube ich, nichts. Oder man hat die Quest und man kann den töten. Hat man die Quest nicht oder haben Gruppenmitglieder die Quest nicht, werden die sofort wegteleportiert und können dir nicht mehr helfen. Da haben die echt, ich sag mal, was ganz schön Raffiniertes sich ausgedacht gehabt. Ein seltener Schatz. Was müssen wir denn jetzt machen? Ein seltener Schatz. Spuren, Teamspuren, 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 frisches Blut, Teamspuren. Ein seltener Schatz, da Winterspinnen, Spinnendrüsen. Okay. Immer noch 30 Quests von 30. Na super. Dann sollten wir vielleicht nochmal ein paar Eishexen da hinten besiegen, dass wir da nochmal eine Quest abgeben können. Ja, ich weiß, der ist echt gut zum Abkürzen. Allerdings benutze ich den jetzt gerade mal nicht, weil ich muss ja hier noch ein paar Eishexen töten. Das könnte man später mal machen, vielleicht. Aber der ist wirklich gut zum Abkürzen. Das habe ich auch schon öfter mal gemacht. Oh, Quest fertig, wunderbar. Dann haben wir zumindest eine Quest mehr, die wir abgeben können gleich und die wir dann auch eine neue annehmen können. Es sind einfach so viele Quests mittlerweile geworden, das ist einfach heftig. Oh, wir haben natürlich keine Titel mehr, schade. Naja. Ja, Tagesquests wollte ich ja sagen. Quests sind voll. Schade. Ja, das heißt, wir können die im Endeffekt nur noch abgeben gehen. Erstmal. Oder ein paar Quests machen, dass wir ja auch wieder ein paar annehmen können. Ja, genau. Ständig am Limit mit den Quests. Man möchte halt immer 30 Stück so haben, dass man halt so möglichst viele machen kann, aber es sind trotzdem viele. Und jetzt merke ich gerade mein Inventar schon wieder mal voll. Dabei habe ich den erst vorhin mega gründlich entleert. Jetzt ist er schon wieder voll. So. Man sammelt auch im Laufe der Dings echt viel Scheiße ein. Ja, klar, hab ich genug Dias, aber man muss halt nicht für unnötigen Scheiß, sag ich mal, das wegschmeißen, weißt du? Ich meine mal, durch die Dias hat man sich die immer noch relativ teuer geholt, sag ich mal, ne? Das ist dann mal nicht eben so, ja gut, ich habe ja so viel, aber ich hole mir dann eben mal eine Tasche. Da versucht man immer so viel zu horten, wie es geht halt. Wie, du hast immer 6 Taschen auf. Okay. Ich frage mich gerade, was kostet denn das eigentlich, wenn man sagen wir mal jetzt Tasche 3? 180 Tage, 80 Diamanten. 80, 160, 240 Diamanten für 30, 60, 90, 120, 100. Ein halbes Jahr, ne?
180 Tage ist ein halbes Jahr. Das bedeutet, für 80 Diamanten hat man eine Tasche ein halbes Jahr. Eigentlich geht das, wenn man sich das so überlegt. Theoretisch. Ja, oder Rubine 30 Tage. Ja klar, das kann man auch machen. Man konnte, glaube ich, auch sich diese Rucksackgutscheine per Minispieler erspielen. Da konnte man dann die auch einlösen und man hatte dann halt, ohne dass man da was investiert, die für einen Monat oder für 7 Tage freigeschaltet oder irgendwie war da was. Ja, das stimmt. So seine eigene Ordnung sollte man schon haben, aber. Ja, wie gesagt, es ist halt eine Sache, ob das sich lohnt, dafür so viel dann auszugeben. Beziehungsweise, was heißt viel? Es geht ja eigentlich. Wenn man das auf 180 Tage macht, auf jeden Fall. Weil ich glaube, das ist am günstigsten. Auf die Tage halt gerechnet. Aber das ist ja meistens so, ne? Hier kaufe mehr oder miete mehr und du zahlst halt weniger. Rucksack ist voll. Nicht mit mir. So. 2 von 3. Einen noch. Wenn er droppt. Jawohl. Ja, 30 Tage jeweils Rubine. Was kostet nun? Ach ja, ich muss ja eh meinen täglichen Login-Bonus. Jetzt habe ich den wieder. Ich habe das ja vorhin erwähnt. Jetzt habe ich den wieder vergessen. Oh Mann, ey. Was bekomme ich denn diesmal? Ich bekomme hochwirksamer Glückstrang. So. Ja, gucken wir mal, was das kostet. Oder weißt du das gerade auswendig? Bankfachrollen. Rucksackgutscheine, 30 Diamanten für den dritten. Ach nee, da 90, 90 für 30 Tage. Nun gut. Hi Long Life. Was geht so ab? Was geht? Wie steht's?